Marit Hansen hat uns in der Zwischenzeit erreicht. Sie ist seit 2015 Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein am ULD. Beschäftigt sie sich seit 1995 mit Fragen des Datenschutzes. Insofern hat es eben überrascht, dass im Programm über autonome Waffen plötzlich sprechen sollte durch den Druckfehler. Dann haben wir jetzt gerade in der Kaffeepause gesagt, naja, so kurz ist eigentlich der Weg auch nicht. Wenn wir eben an Michael Haydens Aussage denken, was Anna Biselli gestern gesagt hat, an We kill people based on metadata, dann ist es von Datenschutz zu Waffensystemen und den Folgen auch nicht mehr so weit. Aber ich freue mich sehr, dass Sie also über die Frage, funktioniert Datenschutz im Unsichtbaren, sprechen wird. Vielen Dank. So, ich bin schon da. Ja, Marit Hansen, ich bin Informatikerin und trage hier vermutlich Eulen nach Athen. Denn hier sind auch ganz viele Informatiker und Informatikerinnen, die sich sehr gut mit Datenschutz auszukennen glauben. Und deswegen komme ich nicht nur mit ein paar Ideen oder ein wenig Input oder Strukturierung, sondern auch mit einer Bitte, dass ich in Kürze hier ganz viel mitnehmen kann. Nicht nur heute, sondern in den nächsten Monaten oder Jahren, damit wir das Gesamtproblem besser lösen können. Dazu gehört, funktioniert Datenschutz im Unsichtbaren? Ich habe das Programm gesehen und sehr viele Beiträge beschäftigen sich mit unsichtbar, klar, aber auch mit Datenschutz- und Ethikfragen. Und deswegen will ich das nicht wiederholen oder vorwegnehmen, sondern die Spezialdinge aus Datenschutzsicht darstellen. Auch wenn alle davon schon gehört haben, möchte ich kurz was zur Definition von Datenschutz sagen. Dann die Herausforderungen unsichtbar beschreiben. Da muss ich leider noch viel weiter ausholen, als nur über Algorithmenethik zu sprechen. Ein paar Lösungsansätze kann ich nennen und komme dann zum Fazit. Datenschutz ist eigentlich ein ziemlich blöder Begriff, denn sehr viele Leute denken, es geht beim Datenschutz primär um Daten. Aber das stimmt so nicht, denn primär geht es ja um Menschen und ihre Persönlichkeitsrechte und wird immer wieder, auch manchmal sogar von Datenschützern verwechselt. Denn unser Ansatzpunkt im Datenschutz sind die personenbezogenen Daten. Deswegen ist das nicht völlig falsch. Aber es ist sehr viel mehr, als nur Daten zu nehmen und die abzusichern. Das lernt man ja doch mittlerweile im Informatikstudium ganz gut, dass Sicherheitsfragen eine Rolle spielen. Aber Datenschutz ist noch mehr. Und da geht es nicht nur um die Auswirkungen bei Menschen, sondern auch noch um die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Eben habe ich in einer Frage schon gehört, dass das Machtgefälle schon diskutiert wurde. Genau das ist der Punkt. Die kleinen, nicht mächtigen Nutzerinnen und Nutzer, Bürgerinnen und Bürger links unten. Und man kann ergänzen, auch die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz ganz klein angesichts einer übermächtigen Datenverarbeitung. Und wichtig bei unserer Arbeit ist die Perspektive der Betroffenen, also derjenigen, um deren Daten es geht, deren Rechte betroffen sind. Unser Ansatzpunkt, personenbezogene Daten. Jeder hier kennt bestimmt Alice and Bob, also in allen Sicherheits-Krypto-Protokollen tauchen diese beiden Personen auf. Alice möchte Bob was schicken und hier sieht man ein bisschen Diffie-Hellman. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir um das Angreifermodell. Und aus der IT-Security ist der Angreifer Eve oder Mallory, die wollen irgendwas mit den Daten machen, was Alice und Bob austauschen. Überraschung, im Datenschutz stimmt das zwar auch, aber wir haben auch noch Bob als Angreifer. Also das Unternehmen, dem ich alle meine Daten gebe,
Transport verschlüsselt, damit da nichts wegkommt an Eve oder Mallory. Das Unternehmen soll trotzdem meine Daten nicht missbrauchen, zum Beispiel nicht für andere Zwecke. Wenn Bob meine Daten nimmt und damit was Böses tut, kann das ein Datenschutzverstoß sein. Jetzt tun sich Unternehmen, die man berät, schwer damit, dass man gleich im ersten Satz sagt, sie sind der Angreifer. So sollte man nicht auftreten. Aber tatsächlich ist jede Datenverarbeitung ein Eingriff und eigentlich auch ein Angriff auf Grundrechte. Und vielleicht ist es dann eher der Eingreifer, nicht der Angreifer. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Wenn man zum Arzt geht und eine Spritze benötigt, dann würde derjenige deswegen die körperliche Unversehrtheit beeinträchtigen. Er begeht aber keine Körperverletzung, obwohl er eingreift in den Körper. Er will ja nicht schädigen. Also, es ist nichts Ungewohntes, nur die Idee, Angreifermodell so zu kommunizieren, ist ein wenig schwierig. Und insbesondere wird in der Informatik meistens Bob vernachlässigt. Der gilt eigentlich als vertrauenswürdig. Wenn man Anonymisierung beschreibt, muss man auch sich mit Bob beschäftigen. Es gibt zwei Datenschutzgrundrechte und Grundsatzentscheidungen in Deutschland. Das ist erstmal von 1983 das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das ist das Recht des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen. Jeder soll wissen können, wer was über ihn weiß. Das zweite, spätere Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von 2008. Da geht es um das Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und der Integrität informationstechnischer Systeme. Und da soll die digitale Intimsphäre geschützt sein. Der Anlass damals war die Online-Durchsuchung. Der Staat soll nicht auf die Rechner der Nutzerinnen und Nutzer zugreifen und dort manipulieren. Es sei denn, man hat tatsächliche Anhaltspunkte einer konkreten Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut. Man hat sich da aber auch mit beschäftigt, soll zum Beispiel ein Hacking von Herzschrittmachern möglich sein? Wenn ich doch weiß, das ist ein Böser, kann ich das doch machen? Nein, wir wollen erstmal Garantien haben. Das klingt so einfach und alle Informatikerinnen und Informatiker hier wissen, dass das leider überhaupt nicht der Status, eine Zustandsbeschreibung von heute ist. Wenn wir weiter gucken in die Details, man geht nicht nur über Grundrechte, dann gibt es Datenschutzgrundsätze, die in der EU zumindest vereinheitlicht gelten. Für die personenbezogenen Daten, dass man nicht einfach Daten verarbeitet, sondern erst eine Rechtsgrundlage, zum Beispiel ein Gesetz, benötigt. Also warum will die Meldebehörde oder die Steuerbehörde Daten von Ihnen, von euch haben? Da haben Sie ein Gesetz. Oder es gibt eine Einwilligung. Die Einwilligung muss bewusst gegeben werden, man muss informiert sein und sie muss freiwillig erteilt sein. Das sehen wir gleich noch im Unsichtbaren. Etwas, was auch nicht international immer klar ist, ist die Zweckbindung. Daten werden für einen Zweck erhoben und verarbeitet und andere Zwecke können, wenn sie insbesondere nicht kompatibel sind oder auch nicht erwartungskonform, können dann schon der Verstoß sein. Denken wir noch an Bob. Bob will meine Daten nehmen und die jemand anderem verkaufen. Das wäre ein geänderter Zweck. Es dürfen auch nur diejenigen Daten erhoben und verarbeitet werden, die erforderlich sind, wiederum für den Zweck. Für andere Zwecke könnten andere Daten erforderlich sein. Das ist unmittelbar klar, wenn zum Beispiel die Bank nach der Schuhgröße fragt, dass man sich dann wundert und denkt, nee, also eigentlich braucht meine Bank nicht die Schuhgröße. Das würde man gleich merken. Aber in anderen Bereichen sind wir alle oft darauf getrimmt oder es wird technisch erzwungen, Formulare auszufüllen. Das geht schon los bei den Kindern. Meine Kinder haben in der Schule gelernt, wenn man einen Test schreibt und eine Aufgabe nicht bearbeitet, gibt es 0 Punkte dafür. Und deswegen, als sie die ersten Formulare im Internet sahen, waren sie davon überzeugt, dass sie überall wahrheitsgemäß etwas hinschreiben müssen. Das ist nicht so, nur das Erforderliche. Und auch da muss nicht in jedem Fall zum Beispiel der echte Name stehen. Transparenz
wissen, verstehen können, wie die Datenverarbeitung über einen selbst läuft, ist wichtig. Und deswegen gibt es auch Betroffenenrechte auf Auskunft, auf Berichtigung, wenn die Daten falsch waren, auf Löschung, wenn sie gar nicht da sein dürfen oder nicht mehr da sein dürfen. Und Datensicherheitsfragen, da haben wir wahrscheinlich auch viele Experten hier, sind, glaube ich, klar. Interessant ist, dass die Datensicherheit, obwohl wir immer noch einen ziemlich schlechten Zustand haben, überall Unsicherheiten in den Systemen sind, doch so viel mehr professionalisiert ist im Vergleich zu den Datenschutzanforderungen, die in Technik gebracht werden sollen. Das sehen wir, wenn wir uns Schutzziele oder Gewährleistungsziele anschauen. Die Informatik, IT Security, spricht seit Jahrzehnten von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Das sind die klassischen Schutzziele. Man kann beliebig viele ableiten oder auf dieselbe Ebene zonen. Das ist jetzt egal. Wir können bei diesen dreien bleiben. Und die Datenschützer haben mittlerweile weitere Schutzziele oder Gewährleistungsziele vorgeschlagen, die diese drei ergänzen und wo es immer darum geht, dass man die Sicht der Betroffenen einnimmt. Also nicht nur der Bankautomat fragt bei mir ab, wer ich bin, sondern ich möchte auch wissen, dass es ein authentischer, ein integrer Bankautomat ist. Das ist übrigens heute auch noch nicht gelöst. Theoretisch schon. Die Banken haben aber nicht so viel von der Bijektivität integriert. Man kann meistens davon ausgehen, dass im Bankgebäude ein Bankautomat authentisch ist. Aber ob dann nicht noch irgendwelche manipulativen Aufsätze drauf sind, ist schon gar nicht mehr leicht entscheidbar. Diese drei anderen Schutzziele sind Nichtverkettbarkeit. Die Anonymitätsforscher hier werden das kennen. Also nicht Dinge zusammenbringen, die nicht zusammen sollen. Das ist übrigens auch die getrennte Zweckbindung, die getrennte Erforderlichkeit. Und im Endeffekt spiegelt das sogar die staatliche Gewaltenteilung wider, die übrigens auch gar nicht international so bekannt ist wie in Deutschland. Die Transparenz verstehen können, also nicht, es läuft alles transparent, heißt, ich sehe nichts, kann nichts sehen, sondern ich möchte verstehen können. Und die Intervenierbarkeit, die Möglichkeit einzugreifen und zum Beispiel auch festzustellen, irgendwas ist schiefgelaufen, ich muss noch mal wieder einen Schritt zurück. Also diese Entscheidung hätte so nicht getroffen werden dürfen. Oder diese Daten müssen aus dieser Cloud herausgelöst werden. Das sind alles Dinge für Intervenierbarkeit. Die betroffenen Rechte gehören auch dazu. Die Datensparsamkeit, da wird immer noch gestritten, möchte man das als eigenes vorgeschaltetes Ziel haben, das können wir jetzt hier so mal annehmen, oder kann man das nicht auch ableiten, darum geht es mir nicht. Aber nicht zu vergessen, die Gestaltung der Systeme soll das berücksichtigen und wer ankommt und sagt, ich habe 100% von euren Anforderungen aus den Gewährleistungszielen umgesetzt, so geht es nicht. Es geht nicht, dass ich 100% von allem habe, weil dort Auswirkungen aufeinander bestehen, teilweise auf Mechanismenebene, teilweise schon vom Konzept, dass wenn ich etwas besonders gut verschlüsselt habe, normalerweise extra die Verfügbarkeit für andere zumindest natürlich eingeschränkt ist. Und so lassen sich noch mehr Spannungslinien aufzeigen. Es geht nicht um 100%, es geht um die richtige Balance. Also das für den Kontext. Jetzt gucken wir aber mal in die Unsichtbarkeit. Und da komme ich jetzt erstmal mit ollen Kamellen. Wir haben dominierende Anbieter in allen Lebenslagen. Die meisten von denen sind sichtbar, sind sehr sichtbar, überragend sichtbar. Aber trotzdem ist nicht ganz klar, was sie verarbeiten, wie genau sie verarbeiten und ob zum Beispiel Dritte Zugriff haben, staatliche Zugriffe sind. Die Snowden-Folien haben dort einiges herausgestellt. Und zumindest in meinen Vorträgen kennen sehr viele einen sehr großen Anbieter auf dieser Folie nicht. Das ist Akamai, ein Content Delivery Network, was trotzdem einen Riesenanteil, Sie sagen selbst 25%, des Internet-Traffics sieht.
Das ist ja erheblich und deswegen sollte man es besser kennen. Sie haben aber nicht den direkten Kundenkontakt. Wenn man ein Video unserer Bundeskanzlerin sieht, kann das aber sehr wohl auf von Akamai betriebenen Servern liegen. Genauso wie Facebook oder Apple auch die Server von Akamai mitnutzen. Also es gibt große Player, die sogar nicht sichtbar sind. Die Realität heute ist eben noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und sie entwickelt sich sogar rasend schnell weiter weg von dem. Wenn man auf eine Webseite zugreift, ich möchte jetzt bei Bild.de, bei mir unwahrscheinlich, oder Spiegel Online, Süddeutscher Zeit zugreifen, dann hier aus einem Vortrag von Thorsten Schröder und Frank Rieger, ist das nicht etwa ein Request oder ein Server, mit dem mein Browser kommuniziert, sondern es sind sehr viel mehr Hosts und insbesondere die Third-Party-Hosts, das heißt welche, die nicht zu dem gehören, wo ich eigentlich hinsurfen wollte, sind überragend viele. Hunderte von Servern spielen mit. Und diese Sache ist auf jeden Fall nicht bewusst, unsichtbar für viele. Selbstverständlich kann ein Informatiker, eine Informatikerin hier im Browser oder in der Firewall sehen, welche Requests aufgemacht werden. Das traue ich hier jedem zu. Aber man kümmert sich meistens nicht drum und insbesondere die meisten wüssten auch gar nicht, was das alles soll. Frank Rieger und Thorsten Schröder haben in dem Vortrag die Sicherheitsrisiken durch Malware über Ads, also Werbung, thematisiert und enden mit einem Statement, sie hätten sich dann noch gar nicht mit dem Datenschutz beschäftigt. Das stimmt. Also das Problem ist noch viel größer als in diesem sehr sehenswerten Vortrag. Die Transparenz ist nahe null. Die Nutzerintervention geht natürlich. Skriptblogger zum Beispiel. Umleitung Verhinderer. Ich habe ganz viel von solchem Zeugs in meinen Browsern integriert und immer, wenn ich ernsthaft was mache, mit zum Beispiel bezahlen, mit zum Beispiel buchen, dann muss ich alles ausschalten, weil es so schwierig ist, genau zu entscheiden, ohne weitere Hilfe, welche Server sind jetzt wichtig für die Funktionalität. Das kriege ich nicht dokumentiert, sondern muss ich raten und eine Zeit lang habe ich es gemacht, sehr sukzessive und inzwischen wechsle ich dann Browser oder schaffe es nicht, in der zur Verfügung stehenden Zeit das Problem zu lösen. Die Verantwortung ist aus meiner Sicht zwar klar, da wo ich hinsurfe, haben die einen Code auf ihren Servern, der mein Browser veranlasst, auf andere Server zuzugreifen. Das haben sie ja nicht aus Versehen gemacht, sondern absichtlich. Und es gibt auch vielfältige Verträge von den Serveranbietern mit den Dienstleistern oder zusätzlichen Drittparteien, die mitspielen. Also eigentlich ist die Verantwortung aus meiner Sicht klar, nämlich bei dem, mit dem ich gerade Kontakt aufgenommen habe. Aus deren Sicht und auch aus höchstrichterlicher Sicht ist das aber noch nicht klar. Wir werden vielleicht nächstes Jahr vom Europäischen Gerichtshof hören, was für ein Spezialfall mit der Facebook-Einbindung dies bedeutet. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Fälle. Ich bin gespannt, wie eindeutig das Urteil aussehen wird. Damit man sieht, wer alles mitspielt, kann man natürlich nicht erkennen, selbst wenn wir reinzoomen in das Marketing. Der Markt ist voll. Also viele, die da anscheinend auch überdauern, die Geld verdienen können mit insbesondere Werbung, wahrscheinlich veranlasst durch, alles kostet nichts, außer man zahlt mit den Daten. Daraus kann man viel machen. Das sind Teile der Dienstleister. Es gibt natürlich auch andere Dienstleister wie Akamai, die eine gewisse Funktionalität erbringen und dazu gehören auch Cloud-Anbieter. Also keine Werbung on top, sondern das, was abgewickelt werden muss für meinen Zweck. Und hier sieht man einen bekannten Comic aus Hamburg sogar, wo die Prozesse sehr komplex wurden und man hat es dann einfach in die Cloud getan. Dann hat man da nur noch ein kleines Fragezeichen und alles ist gelöst. Man kann es viel besser handeln. Das ist nicht weit weg von der Realität, aber Clouds, es gibt hier draußen T-Shirts damit, Cloud als Default, Abhängigkeit von Dienstleistern ist klar. Es gibt dann eine Fremdbestimmbarkeit von anderen. Selbst wenn man verschlüsselte Daten dort speichert, Zugriffe sind sichtbar, es kann eingegriffen werden, die Eigenkontrolle ist reduziert
Und es ist auch wieder die Frage, wer greift noch auf die Daten zu? Das Prinzip der Auftragsdatenverarbeitung ist schon alt. Man hat dann damals schon in den 70er Jahren gesagt, Rechenzentren werden beauftragt. Hier ist es aber inzwischen so, dass fast kein System Handys, Notebooks ohne irgendeine Cloud-Funktionalität ausgeliefert wird. Also nur dann, wenn man sein Internet erstmal ausschaltet, merkt man, dass bestimmte Funktionalität gar nicht mehr da ist. Und das auch immer selbstverständlicher, auch mit sicherheitsüberzeugenden Gründen, Verfügbarkeit zum Beispiel, Clouds beworben werden. Die Realität heute ist auch das versteckte Internet und das ist auch das, was immer mehr auf uns zukommt. Ob zu Hause, beim Smart Home, im Auto, mein Auto ist ein mieser Verräter, was das Auto über einen mitspeichern könnte, oder am Körper mit Fitness-Trackern und anderen Variables eine Rolle spielt. Ich kann jetzt nicht viele Beispiele nennen. Eine Sache, die uns auch sehr bewegt, ist, wie viele Mikrofone standardmäßig versteckt an sind. Wahrscheinlich in diesem Raum auch, na, wenn das jeder Zweite hat, vielleicht 50 oder so, 50 Mikrofone von den Handys, die erstmal auf angestellt sind, weil man sich mit Siri nachher ja noch unterhalten möchte. Okay, in diesem Raum sind es nur 20. Der Smart Fernseher zum Beispiel muss auch bestimmte Dinge mitlauschen für die Kommandos. Samsung hat einmal ein wenig zu ehrlich gesagt, dass es nicht nur bei ihnen landet, was dann im Raum kommuniziert wird. Und eigentlich geht es auch hauptsächlich um Kommandos, die dann ausgefiltert werden. Sondern bei einem Dritten, mal sehen, ob man ihn sehen kann hier, dort werden diese Daten und eben auch mit biometrischer Sprechererkennung ausgewertet. So schlimm war das gar nicht. Das haben die jetzt hier mal richtig gestellt. Also trotzdem, was jetzt wirklich an Daten übertragen wird und ob das nicht sogar sehr praktisch ist für einen Anbieter, der Filme zeigt über einen smarten Fernseher, wenn er es billiger macht oder nur wenig teurer macht, wenn viele Leute das angucken, durch die Auflösung, Video oder Audio feststellen oder sogar vielleicht ein streitendes Paar vor dem Fernseher mit bestimmter Paartherapie-Werbung oder den geeigneten Filmen wieder zu einem Zusammenleben bewegen kann. Das sind doch gesellschaftlich wichtige Ideen. Jedenfalls gibt es dazu schon Patente. Das Smart Home kommt auch immer mehr. Auch viele meiner Bekannten haben schon davon einiges an Funktionalität. Das ist natürlich nicht völlig unsichtbar, was passiert. Denn es gibt ja einen Betreiber. Und die Informatiker-Freunde, die ich habe, die betreiben natürlich ihr Smart Home selbst. Und das ist auch wichtig so. Ich weiß nicht, ob es das Wort heute noch so gibt, Haushaltsvorstand. Oder ein Vermieter, der sich darum kümmert, im Rahmen von Smart Energy, der Smart Meter. Oder auch der Arbeitgeber, der auch darauf achten muss, dass die Räumlichkeiten besser genutzt werden, die Heizung nicht zu doll aufgedreht ist und so weiter. Das bedeutet im Endeffekt, dass einer durch Energienutzung oder auch durch andere Konfigurationen für Bequemlichkeit sehr viel über das Leben in dem Haus weiß und möglicherweise noch Dritte, also Anbieter, die das Ganze mit unterstützen. Das ist nicht neu, dass der Haushaltsvorstand so etwas wissen kann. Und dafür gibt es auch schon längst eine juristische Lösung, zum Beispiel beim Einzelverbindungsnachweis. Also wer jetzt einen Einzelverbindungsnachweis von seinem Telekommunikationsanbieter bestellt hat, der sichert zu, dass er alle zum Haushalt gehörenden Mitbenutzer des Anschlusses darüber informiert hat. Die wollen ja das Telefon auch mal benutzen. Und deswegen tauchen deren Nummern bei dem Einzelverbindungsnachweis auf. Er muss es zusichern und künftige Mitbenutzer unverzüglich darüber informieren wird. Das heißt, die Gäste, jemand, der mal schnell telefonieren möchte, sagen sie ihm, ich habe aber einen Einzelverbindungsnachweis, da steht das dann drauf. Die Rufnummern Seelsorge sind dann ausgenommen, da gibt es nur Sammeldinge, wenn die Tochter mit Zeugnissorgen anruft, soll das der Haushaltsvorstand nicht sehen, das ist extra geregelt. Es gibt auch noch diese Regelung für Betriebe. Ich weiß nicht, ob schon jemand sich darüber Gedanken gemacht hat, so ist es aber die reine Lehre.
Und so könnte man natürlich jetzt auch denken, funktioniert das Smart Home? Also ich sehe alles über mein Haus als Haushaltsvorstand und sage meinen Gästen immer, was über sie gerade erfasst wird, in welchem Raum was läuft. Ich sehe auch, das ist tatsächlich so bei Informatikerbekannten, wenn ich unterwegs bin, was in meinem Haus passiert. Allein durch den CO2-Verbrauch, durch die Luftfeuchtigkeit, Sensorik, merkt man schon, wie viele Leute gerade zu Hause sind. Machen die da etwa gerade eine Party ohne mich? Ob sie duschen? Warum müssen die jetzt am Tag auch duschen? Also solche Fragen kann ich sogar aus der Bahn abrufen. Ich persönlich nicht. Mein Haus kann das nicht. Aber meine Sitznachbarn machen das sehr gerne und behaupten, dass ihre im Zug, dass ihre Familie darüber Bescheid weiß. Es ist auch nicht ganz neu, dass sich Anbieter darauf verlassen, was man ihnen gegenüber zusichert. Hier hat bestimmt keiner von Ihnen, von euch WhatsApp. Aber wenn, dann wäre das ganz klar, dass nur das Ganze möglich ist, wenn man allen Kontakten in seinem Adressbuch gesagt hat, Achtung, ich synchronisiere regelmäßig mit WhatsApp. Das bedeutet, die Telefonnummern, auch wenn du gar nicht WhatsApp hast, die werden dort mit übertragen, damit, falls du mal WhatsApp haben solltest, mir das gleich in meinem WhatsApp-Verzeichnis dargestellt wird. Also man bestätigt, dass man dazu autorisiert ist. Sonst würde man das ja auch wohl nicht machen. Ich sehe nicht nur den Datenabfluss kritisch, sondern auch die Möglichkeiten der Fernbeeinflussung. Das ist jetzt weniger das Bügeleisen, was ich von der Autobahn noch abstellen möchte oder sicherstellen möchte, dass ich das habe. Hier geht es um Autosteuerung und die Möglichkeit, das mit dem Bezahlen von bestimmten Krediten, Rückzahlen zu koppeln. Also hier eine Frau, normalerweise macht man das so, dass ein Auto sich dann gar nicht starten lässt. In diesem Fall war die Dame auf einer Autobahn und mittendrin wurde ihr Auto remote gekillt. Also das heißt, da ging auf einmal nichts mehr. Und so soll das natürlich nicht sein. Also wenn, dann müsste man schon langsam rechts ran und so. Ne? Also interessant und natürlich auch interessant, wenn man mehr über die Betroffenen weiß. Das kann man sogar selbst wollen. Ein Spielsüchtiger kann zum Beispiel wollen, dass die Casinos in der Umgebung ihn nicht reinlassen. Das kann man bestellen. Also die Casinos haben kein Interesse an den Spielsüchtigen, dürfen sie nicht so haben. Man kann sagen, wenn ich reinkomme und ich will rein, dann müsst ihr mich rausschmeißen. Ihr dürft mich nicht reinlassen. Das ist also ein Feature. Weil man selbst so süchtig ist, kann man das nicht selbst steuern. Das kann man natürlich auch dem Navigationsgerät anvertrauen. Führ meinen Weg nicht dran vorbei, wo Casinos in der Gegend sind. Oder wenn man das aus anderen Gründen ableitet, könnte man als Navigationsgerätbetreiber natürlich auch sagen, gerade da führe ich den jetzt vorbei, weil das vielleicht interessant ist, um meinen Umsatz dort zu steigern. Das heißt, wenig Kenntnisse können schon zu viel Effekten führen und selbst wenn der Arbeitgeber bei Lastwagenfahrern zum Beispiel feststellt, einer fährt immer eine andere Strecke, obwohl die dasselbe Navigationsgerät verwenden, wie kann denn das sein? Gibt verschiedene Gründe, die das erklären könnten. Eine ähnliche Sache mit dem Kill-Switch bei den Autos wird hier gerade aktuell von der Londoner Polizei gefordert. Wenn da gerade der Täter fährt, ich fahre hinter dem her, dann muss ich den ja wohl ausschalten können. Nicht den Täter, sondern das Auto. Also das heißt, das wird als Feature gesehen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und wir versuchen, dass solche Forderungen nicht unwidersprochen bleiben. Wir haben aber schon ein Problem mit dem, was man weiß. Also die User Interfaces sind gar nicht so einfach und vielleicht braucht man was ganz anderes, wo auch dann die nicht nur der Haushaltsvorstand mit seinem Tablet, sondern auch die anderen mitmachen können und sehen können. Hier wurde eher gerade der Kochkurs beworben, aber man könnte über solche virtuellen Hologramme möglicherweise auch über Datenschutzfunktionalität besser aufgeklärt werden. Wir haben insgesamt aber ein Problem der Komplexität. Und es ist ja nicht so, dass automatisch alle
die Komplexität nach unten designen, sondern manches ist historisch gewachsen, da kann man dann gar nichts machen. Vielleicht ist auch manchmal absichtliche Komplexität da drin und natürlich haben wir hier keine Rocket Science, aber wenn wir das hätten, dann hätten wir sogar zumindest den Versuch der Komplexitätsminimierung, denn sonst ist Rocket Science gar nicht beherrschbar. Ich behaupte also, wir sind schlechter, sehr viel schlechter aufgestellt als Rocket Science. Und zwar auch deswegen, weil es ja nicht so darauf ankommt, was man mit den Daten macht. Was sind denn schon solche Entscheidungen? Die Challenger fällt nicht runter, wenn ich jemandem die Kreditwürdigkeit falsch bescheinige. Für mich ist das natürlich schon, oder für den Betroffenen, ein erheblicher Eingriff. Aber diese Versuche, die gerade mit Big Data laufen, da geht es nicht darum, dass man erstmal genau weiß, dass da nichts Schlimmes passiert, sondern wird sich doch alles irgendwie auffangen lassen. Es geht selten um Leben und Tod. Der Fortschritt hat sowieso andere Prioritäten. Und wenn wir zurückgucken in die Anfangszeiten des WWW, hat hier Sir Tim Berners-Lee etwas gesagt, dass er meint, er wollte damals eine Plattform, die leicht benutzbar ist, designen, aber eben nicht Sicherheit einbauen. Das hätte wahrscheinlich sogar sein Ziel verhindert, wenn er von Anfang an Sicherheit gedacht hätte. Und wir reden noch nicht über Datenschutz. Und er sagt, es nicht zu schwierig machen, erstmal zum Funktionieren bringen. Und wir wissen, was wir jetzt davon haben, dass einiges sehr schwierig im Sicherheitsbereich nachgerüstet werden muss. WindSurf allerdings meint doch, er hätte doch gerne die Security von Anfang an eingebaut. Aber Timing and Priorities sind möglicherweise entgegen. Und das passiert natürlich auch heutzutage noch. Jetzt könnte man den Tipp geben, gerade die Anwesenden sollten damit ein bisschen, dem bisschen näher sein. Reverse Engineering ist bestimmt die Lösung. Also wir nehmen was, der blöde Anbieter hat mich nicht anständig informiert, also gucke ich mal rein. Ich glaube, das ist ein Staubsauger. Für wenige Personen geht das überhaupt. Rechtlich ist es auch noch eingeschränkt. Darf man das überhaupt machen? Und selbst wenn wir alles reverse engineeren würden, könnten wir nicht alles verstehen durch bestimmten Kontext oder durch solche unangenehmen Dinge wie gezinkte Primzahlen oder etwas, was eingebaut ist, was möglicherweise absichtlich die Sicherheit schwächt. Wir sind in einem Algorithmenprojekt als Experten beteiligt. Die wollen aus Code auch reverse engineeren und das ist ganz super. Man kriegt völlig unverständliche Sachen raus. Also es hat nichts mit dem zu tun, was derjenige gedacht hat beim Schreiben. Aber nachher hat man eine Möglichkeit, zumindest mit Input zu gucken, was passiert. Naja, aber das ist nicht dasselbe wie wir prüfen was. Algorithmenkontrolle war eben schon Thema, gehe ich ein bisschen schneller rüber, halte ich aber für sehr schwierig und insbesondere auch, es ist ja was nachher Entscheidung trifft, wo Daten eine Rolle spielen, wo selbstlernende Algorithmen jetzt und gleich verschiedene Ergebnisse liefern. Und wenn Meyer-Schönberger meint, wir brauchen eine eigene Kaste von Experten, dann gruselt es mich, warum müssen wir eine Kaste haben? Wieso ist das etwas, wo wir jetzt besondere Leute auserwählen müssen? Ist das nicht genau der falsche Ansatz? Und wie sollen die dann die Lebenstauglichkeit haben? Ist das etwas, wozu man ausgebildet werden kann? Ist das nicht etwas, was noch viel schwieriger ist als ein Richterjob? Und Richter sind wahrscheinlich schon eine Kaste. Open Source natürlich, aber wie wir alle wissen, reicht auch das nicht. Ganz viel, was Open Source ist, wird dann doch nicht so geprüft. Die Komplexität ist einfach zu groß. Heilsbringer oder wahrscheinlich grammatikalisch Heilsbringerin Datenschutzgrundverordnung ist jetzt ein kleiner Lichtblick oder zumindest ein Fragezeichen, was sich lohnt, nochmal näher auszuleuchten. Ich gehe nicht durch alle Prinzipien, denn ich durfte nur 39 Minuten reden und bin schon drüber. Aber das Marktortprinzip will ich hervorheben. Das bedeutet nämlich, dass diese Realität der großen dominierenden Anbieter, die Datenschutz völlig ignorieren, nicht mehr Realität sein darf oder auch nicht mehr muss,
wenn man dann sanktioniert. Das heißt also, wenn man verhindert. Denn sie müssen sich ab Mai 2018 auch an das europäische Datenschutzrecht halten, soweit europäische Daten von Bürgern, von Bürgerinnen, von Nutzern, von Nutzerinnen hier verarbeitet werden. Selbst ein Tracking, selbst also etwas, wo man nicht eine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden hier hat, selbst das muss man dann der Grundverordnung kompatibel machen. Bis jetzt sehe ich keine Anzeichen, dass es ernst genommen wird, aber man darf ja hoffen, dass dieser Hebel, den es dann gibt, sich nutzen lässt. Denn die Sanktionen sind deutlich, dass es etwas, was sich ändert gegenüber dem jetzigen Datenschutzrecht. Man muss aber davon ausgehen, dass jeder, der wagt zu sanktionieren, also die Datenschutzaufsichtsbehörden, vor Gericht sich wieder trifft mit den anderen und dann wird das vermutlich über Jahre, Jahrzehnte erstmal durchentschieden. Aber ein Hebel, den wir noch nicht hatten. Interessant hier ist, selbstverständlich sind Transparenz, Intervenierbarkeit verortet und vor allen Dingen wird der Datenverarbeiter, nicht so sehr die Hersteller, adressiert. Noch interessant, es ist nicht nur der kleine restriktive Datenschutz, der hier geregelt wird, sondern es geht um Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Es geht um europäische Grund- und Menschenrechte. Was dies bedeutet, hat sich auch noch keiner genau überlegt, aber etwas, wo Datenschützer bis jetzt schweigen mussten, weil der Personenbezug einer einzelnen Person noch gar nicht die Rolle spielte, sagen wir mal, bei Gruppendiskriminierung, da gab es oder gibt es einiges im Bereich Profiling, das mag jetzt sogar besser nutzbar sein. Ansonsten ist aber das Spiel wieder völlig offen, denn ob man zu dem ausdifferenzierten, ob man das nun gut findet oder nicht, deutschen Datenschutzrecht mit einem gewissen Standard kommt, das also quasi wieder erfindet, wieder erobert, das ist noch nicht gesagt. Das heißt, jede Datenverarbeitung kommt erneut auf den Diskussionsstand mit den europäischen verschiedenen Kulturen. Kann also in alle Richtungen sich entwickeln. Wichtig, die faire und transparente Datenverarbeitung. Es gibt Ausnahmen von der Transparenz, zum Beispiel bei der Auskunft, wenn die Erteilung sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Wer also seine Systeme so gestaltet, dass man den betroffenen Rechten gar nicht nachkommen kann, mag sich hierauf berufen. Aber es gibt auch noch die Möglichkeiten, bei der Systemgestaltung deutlich zu machen, dass hier nicht absichtlich in die Richtung gegangen werden darf. Außerdem sieht die Datenschutzgrundverordnung Vorschläge für mehr Transparenz, zum Beispiel sprachlicherseits vor oder durch standardisierte Bildsymbole. Das links unten ist ein Vorschlag, der im Rahmen der Datenschutzgrundverordnungsdebatte gemacht wurde. Er ist schon dreimal durchgefallen durch Usability-Tests, deswegen es ist eher peinlich, wenn man den jetzt anguckt, aber grundsätzlich, also er kommt auch nicht von uns, grundsätzlich ist es etwas, was, wo man mehr dem nachgehen sollte und was sich aber auch nur dann standardisieren lässt, wenn viele am selben Strang ziehen. Was ist das Wichtige und wie kommuniziert man das? Es ist gar nicht so einfach. Die Vorschläge für mehr Selbstbestimmung sind zum Beispiel durch eingebautes Privacy by Design, durch Datensparsamkeit, durch Binden der Verarbeitungsregeln, mit denen man einverstanden sind, an die Daten. Stichwort Sticky Policies, Achtung, Seiteneffekte, die gar nicht vollständig verstanden sind. Oder durch Assistenten, nämlich man selbst schafft das ja gar nicht mehr. Der Assistent kann Technik sein, es können auch Menschen sein oder Organisationen, also quasi als Butler. Es gibt viele, die das anbieten, auch als Firmen, denen man bis hin zu seine ganzen Passwörter übergeben soll. Davon rate ich ab. Also das Vertrauensmodell ist meistens doch nicht so, dass man seine Identität vollständig aus der Hand geben sollte. Na, und die User Interfaces sind im Augenblick auch noch weit weg davon. Die Anforderung aus Artikel 25 lohnt sich mal durchgelesen zu werden. Man soll Datenschutz in die Systeme einbauen. Es gab prinzipiell sowas schon vorher im Bundesdatenschutzgesetz und auch in einigen Landesgesetzen. Aber ob man es machte oder nicht, war eigentlich egal. Es fand sich nicht wieder. Es wurde nicht belohnt, wenn man es gemacht hat. Es wurde nicht bestraft, wenn man es nicht gemacht hat. Ist also verpufft. Jetzt könnte es sein, dass mehr passiert, denn man muss dazu was nachweisen, nämlich dass man sich mit diesem Problem beschäftigt hat. Prinzipiell
Datensparsamkeit, den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen und Privacy by Default. Hier kann man reingucken, jetzt bei dem Default ist nochmal spannend, dass man nicht das wiederfindet, was man erwarten würde. Also man denkt ja, by Default heißt, ich nutze ein System und dann bin ich safe, aber das steht da nicht so genau, sondern eher, die sollen auf die Erforderlichkeit achten. Naja, das ist sowieso schon klar, das steht in Artikel 5. Oder bei Social Networks nicht gleich alles an alle pusten, also nur an Freunde. Oder das steht da nicht, was ist der kleinere Rahmen, an wen man was kommunizieren soll. Da ist sehr viel Auslegungsbedarf und Auslegungsmöglichkeit. Also das gehört zu meinem Aufruf hier. Und kann noch weiter gucken, was muss nachher geliefert werden? Interne Strategien, also auf Englisch heißen die da Policies, und Maßnahmen, die das umsetzen, was bei Privacy by Design gefordert wird. Datenminimierung, Pseudonymisierung, Transparenz, Überwachung der Verarbeitung durch den Betroffenen. Das ist nicht ganz klar, wie weit das direkt geht oder nur im Nachhinein. Und das Sicherheits- und jetzt erweitere ich mal eigenmächtig Datenschutzfunktionalität auch danach noch aufsattelbar ist, wenn man zu etwas kommt, was noch nicht das Optimum ist oder über die Zeit sich herausstellt, das ist nicht das Optimum. Hersteller werden netterweise, naja, ermutigt oder steht drin, sie sollen ermutigt werden. Das könnten die Staaten auch durch zum Beispiel Förderung tun. Und interessant für den öffentlichen Sektor, in Ausschreibung möchte ich das jetzt sehen. Wer ausschreibt, ein System ausschreibt, der muss solche Sachen abfragen. Ich habe noch keine einzige davon gesehen, die das schon berücksichtigt, aber da würden wir jetzt aufpassen. Es gibt nicht nur Datenschutz, sondern auch Verbraucherschutz. Und zum Thema Selbstbestimmung ist ganz spannend, dass im Datenschutzrecht die Einwilligung bewusst, informiert und freiwillig sein muss, aber der Verbraucher, Verbraucherin sich darauf verlassen kann, dass das, was in AGBs steht, schon okay ist. Also bei der Einwilligung kann man sich nicht darauf verlassen, dass alles okay ist, was formuliert ist. Und wenn die AGB-Bestimmung unklar ist, überraschend oder benachteiligend, dann ist die einfach gar nicht gültig und ist nicht wirksam. Das ist im Bereich Datenschutz eben nicht so. Wenn man eingewilligt hat, dass man die Daten hergibt und man wird damit benachteiligt, ist das hier noch in keinem Gleichklang. Bei Privacy, bei Default bin ich sehr gespannt, wenn also eine gute Grundlage garantiert sein soll, wie sich das hier auswirkt. Interessant ist auch, dass im Augenblick Verbraucherschützer und Datenschützer ein sehr unterschiedliches Instrumentarium haben. Und man sieht jetzt seit diesem Jahr, dass die Bälle einander zugespielt werden. Vorher war das, glaube ich, völlig unabhängig. Jetzt merkt man, dass in vielen Bereichen die Interessen dieselben sind und dass es sich lohnt, die unterschiedlichen Instrumente auszuprobieren. Trotzdem immer die Frage, wie viel ist den Betroffenen zuzumuten? Und jetzt komme ich zum Abschluss. Der Eisberg soll natürlich heißen, dass 85% von dem unsichtbar sind. Das heißt, das, was wir gar nicht so richtig sehen können, was aber zumindest für die Titanic ein tödliches Risiko dargestellt hat. Wir haben schon immer bei der informationellen Selbstbestimmung keine umfassende Realisierung gehabt. Es war immer eher das Ziel als die Realität und es hat sich verstärkt. Das Ziel ist weiter weggerückt. Eine Einzelfall-Selbstbestimmung geht auch gar nicht, wenn die Informationstechnik versteckt ist oder wenn viel zu viele Anfragen notwendig wären, wenn jeder Sensor nochmal einzeln fragt, bist du sicher, möchtest du das wirklich, das wird nicht funktionieren. Deswegen sind solche Abfragen oder auch Konfigurationsmöglichkeiten im Vorfeld auf einem feingranularen Level für die meisten nicht machbar, für die meisten nicht zumutbar. Da könnten andere helfen. Interessant ist, wenn man mal überlegt, wie das in anderen Bereichen des Lebens ist. Zum Beispiel möchte man sich nicht täglich mit seinem Tod beschäftigen, ich jedenfalls nicht, aber ab und zu ist es ganz gut, dass ich überlege, ist meine Entscheidung bezüglich Organspende noch aktuell? Ist das noch so, wie ich denke? Bei der Patientenverfügung hat sich neulich was geändert. Muss ich sie jetzt ändern, nachschärfen, um dasselbe zu haben, was ich vorher auch wollte und kann dann sogar mit anderen drüber reden. Das mache ich nicht dauernd, nicht täglich. Bei Organspende zeigt sich aber genau dieser Default.
In einigen Ländern ist der Default, jeder Mensch ist Organspender, wenn er dann hirntot ist. In anderen ist es genau andersrum. Der Standardfall ist anders und daran zeigen sich auch sehr unterschiedliche Akzeptanzzahlen der Organspende. Also hier muss man überlegen, was man da gerade tut. Privacy by Default und Privacy by Design sind bestimmt gute Dinge. Interessant übrigens, dass Privacy by Default möglicherweise sogar ein wenig überreizt ist, dass ich das jetzt sage. Wenn wir zum Beispiel Privacy by Default beim Smart Home, was die Energie angeht, durchsetzen wollen und jeder kriegt voreingestellt, es wird also nur einmal im Jahr der Zählerstand übertragen. Wenn das der Default ist, der auch nicht nahegelegt wird, dass er sich ändert, dann ist die Energiewende keinen Schritt näher. Dann wäre das genauso wie der jährliche Zähler. Deswegen wird immer mehr diskutiert, ob man nicht dann aus gesellschaftlichen Überlegungen heraus bestimmte Dinge ermöglichen sollte, die von diesem Default abweichen. Ob das jetzt mit dem Smart Meter so gut ist oder nicht, das ist jetzt eine andere Frage. Aber dass das Nachzonen, das Hochzonen von Privacy möglicherweise sogar andere Ziele, die auch gesellschaftlich wichtig sind, dass man die nochmal besprechen muss. Die Verordnung gibt das her, die Datenschutzgrundverordnung will, dass es ausbalanciert wird, aber tatsächlich besteht extrem viel Nachholbedarf. Ich kenne fast kein Produkt, wo mir der Default gefällt aus Datenschutzsicht. Aber noch schlimmer ist, wir haben mit dem Default nur einen Startpunkt. Und wenn der Startpunkt super geschützt ist, aber ich kann nicht das machen, was ich möchte, was habe ich dann eigentlich gewonnen? Wie viele Klicks brauche ich jetzt, um das zu machen, was ich will? Der Anbieter sagt vielleicht ein Klick. Dann hast du alles freigegeben, dann ist wieder alles so, wie du es wolltest. Naja, das heißt, ich habe Datenschutzgarantien oder mit einem Klick die Funktionalität, die ich haben wollte und alles aufgegeben. Das kann es ja wohl nicht sein. So genau steht es wieder nicht in der Grundverordnung, aber wie genau es sein soll, dazu fehlen noch Vorgaben und auch Aushandlungen. One size fits all stimmt ja dann eben auch nicht. Für jemanden, der eine seltene Krankheit hat, kann das sehr wichtig sein, seine Informationen mit möglichst vielen zu teilen, damit überhaupt mal diese Ähnlichkeiten von anderen Therapien herausgefunden werden, während andere sagen, auf keinen Fall teile ich diese Information. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber deswegen ist es so schwierig, einen Default zu bestimmen, der dann durchgesetzt wird. Vielleicht gibt es verschiedene Defaults für verschiedene Usergruppen, oder ich bin sicher, dass es so ist. Aber wie stellt man die Usergruppen fest? Die hängen natürlich auch an personenbezogenen Daten. Und wir sehen, dass wir von dem Optimum oder den verschiedenen, die es da gibt, wir haben wahrscheinlich nicht nur eins, sehr weit weg sind. Die Distanz ist, egal wo wir hinwollen, im Bereich Datenschutz auf jeden Fall weit, sehr groß. Und es ist auch gerade nicht akzeptabel, was an Datenschutzverletzungen Tag aus, Tag ein passiert. Vielleicht waren ja doch WhatsApp-User hier im Raum. Die Lösungen müssen sichtbarer werden. Jetzt das Plädoyer von der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit. Denn Hersteller wissen häufig gar nicht, was sie besser machen können, die Betreiber auch nicht. Oder sie sagen, warum soll ich da investieren? Es ist doch noch nicht State of the Art, das müssen die mir erstmal beweisen. Aber es gibt sehr viel. Die Forschung hat schon viel, viel Fortschritte gemacht, seit Jahrzehnten. Und der Weg in die Praxis, der fehlt noch fast durchgehend. Es gibt da eine große Entkopplung und es reicht auch nicht, dass man in der Privacy-Enhancing Technologies Community sich toll versteht und tolle Dissertationen schreibt und das Ganze mit großem Spaß vorantreibt, wenn der Transmissionsriemen zur Praxis fehlt. Und es hilft auch nicht den Datenschützern, wenn sie völlig unbeleckt von der Pet-Community gar nicht wissen, was überhaupt geht. Dann bleibt man und sagt, hier hättet ihr noch SSL-TLS machen sollen. Das kann ja wohl nicht unser Job sein, aber da sind wir teilweise noch, weil die Realität so weit weg ist davon. Wir müssen dann aber auch diskutieren, was sind die unerwünschten Effekte, denn
fast immer, muss man natürlich sehen, was bringt uns das, was haben wir für Risiken oder für vielleicht auch andere Einschränkungen, die damit verbunden sind, also Technikfolgen. Das Instrument der Datenschutzfolgenabschätzung ist jetzt neu in der Datenschutzgrundverordnung. Das passt da ganz gut rein, aber es soll ja nicht begrenzen. Wir wollen das zu etwas Machbarem bringen. Und deswegen als jemand, der sich versteht als Gateway zwischen verschiedenen Communities, ich brauche ganz dringend Hilfe. Wir brauchen diese Lösung, die wir kommunizieren. Das kann nicht eine Person oder wir hier alle alleine machen, sondern da müssen wir sehr viel mehr zusammenbringen, damit dieser Weg in die Praxis klappt. Insgesamt müssen Datenschützer sichtbarer werden. Damit meine ich nicht oder nicht nur die Datenschutzbehörden, sondern auch die Datenschutzinteressen. Und das ist wieder ein Problem, denn sehr viele Personen, die sehr große Stücke auf Datenschutz halten, leben davon, dass sie genau nicht ihre Probleme öffentlich machen. Also ein Datenschützer ist eigentlich eben nicht einer, der mit seinen Problemen was öffentlich macht, mit seinen persönlichen Problemen, sondern er macht sich auf jeden Fall sichtbar. Und es reicht eben nicht, seine kleine Konfiguration zu Hause zu haben. Man muss auch sichtbar werden, zum Beispiel auf Demonstrationen, selbst wenn dort auch Überwachung stattfinden kann. So, ich habe nur geringfügig überzogen. Das soll ausreichen. Ich muss sowieso alles reden mit den Fragen, die gleich kommen, bis das Mittagessen kommt. Mal sehen, wie viele Minuten wir haben, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Wir haben tatsächlich knapp über 10 Minuten Zeit zum Diskutieren. Also ich denke, es ist auch Diskussionsbedarf. Welches Datenschutzrecht gilt in Flugzeugen und auf Schiffen? Ich würde die Frage zurückstellen, denn man kann sich jetzt da über Minuten unterhalten, ohne dass uns das wirklich voranbringt, oder? Außerdem, ich bin Informatikerin. Das ist eine gute Antwort. Ja, danke, Marit. Ich habe 2 Fragen. Das eine ist gerade zu deinem Privacy by Default. Haben wir nicht eigentlich noch einen ganz anderen Default, nämlich die grundsätzliche Auffassung dieses Grundrechts? Wenn ich einwillige, darf man im Grunde alles machen. Und das ist doch der Default, der eigentlich Praxis ist, oder? Ich kriege da den Pop-up, dann muss ich das Kästchen anklicken, dann geht's weiter und ich habe in irgendwas eingewilligt, was kaum jemand wirklich gelesen und verstanden hat. Und die 2. Frage war, wir haben gerade unsere Bundeskanzlerin auf dem IT-Gipfel gehört, die meinte, dass mit der Datensparsamkeit soll man doch lieber ein bisschen zurückfahren, das würde ja eigentlich die Industrie ein bisschen behindern. Wie wird das denn gerade bei den Datenschützern diskutiert, diese genau, zuerst zum deutsche Punkt, Situation? Punkt 2 habe ich hier: Datensparsamkeit stark unter Beschuss von Politik und Wirtschaft. Als Gegenbegriff wird Datenreichtum genannt von unserer Bundeskanzlerin. Oder Datensouveränität, was ich persönlich gar nicht als Widerspruch empfinde. Ich kann sehr wohl eine Datensouveränität und eine Datensparsamkeit haben. Oder erst die Sparsamkeit und dann mit dem Verbleibenden die Souveränität. Oder die Souveränität so, dass das richtige Daten sparsam behandelt wird. Der Datenreichtum an sich ist für mich kein Wert. Also ist gar nichts, was ich anstreben würde. Den Reichtum, den man möglicherweise gewinnt, wenn man zu Erkenntnissen kommt, das ist wieder was ganz anderes. Aber da braucht man nicht unbedingt personenbezogene Daten, zumindest nicht in dieser Auflösung. Aber eine Freiheit hier sehe ich gar nicht, weil das Risiko so groß ist. Ich kann nur anbieten, mich mit Frau Merkel zu unterhalten. Das hat sie bis jetzt noch nicht getan. Aber tatsächlich sehen wir das sehr kritisch. Und natürlich denken wir darüber nach, was geht nicht mit Datensparsamkeit. Wir sind aber noch lange nicht am Ende dessen, was technisch, organisatorisch, gesellschaftlich möglich ist. Sondern die naive Implementierung ist häufig, ich nehme alles, was ich habe, und das wird schon okay sein. Oder, erste Frage, es wird schon okay sein, weil ich ja eine Einwilligung habe. Aber das Prinzip der Selbstbestimmung an die Einwilligung zu binden, ist ja erstmal nicht schlecht.
Also Selbstbestimmung oder zumindest die Abwesenheit von Fremdkontrolle ist ein hohes Gut. Sobald ich jemandem von extern sage oder per Gesetz schreibe, so muss das sein, kann das schon als widrig empfunden werden. Die Einwilligung ist aber sehr voraussetzungsvoll und vermutlich erfüllt ein Großteil der jetzigen Einwilligung nicht, was sie sagt und ist wahrscheinlich dann auch nicht wirksam, wenn man so genau hinguckt. Denn wissen die Leute wirklich, was passiert? Also sind sie informiert? Oder reicht aus, und das ist tatsächlich dann fast eine philosophische Frage, zu sagen, mir ist doch alles egal. Und dann kommen wir noch weiter. Ist die Selbstbestimmung dann nur für ein Selbst? So wie wenn ich sage, hack mir die Hand ab, ist mir doch alles egal, kann ich für mich entscheiden? Kann ich möglicherweise nicht entscheiden für, als Mitglied im Staat, im Bereich hier einer Gesellschaft, weil ich dann jetzt einen Anspruch auf eine Rente hätte? Das wäre also schon etwas, wo da was Widriges läuft. Aber selbst wenn viele entscheiden, ich mache bei WhatsApp mit, und meine Daten gehen dahin. Oder ich bin immer erreichbar. Ich sage jedem, wo ich mich gerade aufhalte. Verändert das die gesellschaftliche Erwartung? Und selbst im privaten Bereich kann das schon sein, wenn ich immer meiner Familie gesagt habe, wo ich mich aufhalte und jetzt will ich mal nicht mehr sagen, was ist, dann hat sich der Standard, die Erwartung umgedreht. Und solche Dinge sind noch nicht richtig diskutiert. Und deswegen ist, selbst wenn es ginge, dass man informiert, einwilligt, und ich behaupte, es ist so viel versteckt, dass es gerade kaum geht, selbst dann ist noch kritisch, ob man das so möchte. Und in den Bereichen der Versicherung zum Beispiel überlegt man gerade, muss man nicht rechtlich nachzonen? Können diejenigen, die weniger Risiken haben gesundheitlich, einwilligen in, ich erzähle mehr über meine Gesundheit, ich habe ja kaum Krankheiten, und kriegen einen billigeren Tarif, oder verabschiedet man sich dann vom Solidarprinzip? Also diese ganze Riesendebatte steht dahinter. Naja, und dann haben wir noch ein paar juristische Hebel. Es darf nicht gekoppelt werden. Hier, sag mir das auch noch und dann kriegst du erst diese neue Funktionalität. Natürlich sind einige Dinge sehr dicht dran. Also wenn ich personalisierte Angebote haben möchte, dann muss ich wohl ein bisschen was von mir erzählen. Aber ich könnte entscheiden, was. Ich kann auch einem Buchhändler vor Ort erzählen, ich interessiere mich für skandinavische Krimis, dann weiß er noch nicht, welche Musikstücke mich interessieren. Also auch da ist immer die Frage, wo man dann abschottet. Naja, und Aufspalten von Bereichen, Kontexten, Identitäten sind alles technische Möglichkeiten, die noch längst nicht ausgereizt sind. Gut, aber die philosophische Frage ist damit nicht beantwortet. Das verbleibt noch für Jahrzehnte der weiteren Debatte. Ja, genau auf diesen Punkt möchte ich eingehen. Nämlich jetzt kommt die Antwort. Okay, hören Sie mich? Ich höre sehr gut. Ah, okay. Die umgekehrten Erwartungshaltungen und was das für die Datensparsamkeit bedeutet. Sie haben sehr viel von individueller Einwilligung gesprochen, aber die habe ich zum Beispiel nicht, wenn ich ubiquitärer Videoüberwachung oder Audioüberwachung oder sonst was ausgesetzt bin. Und wie ich das verstehe, sind die entsprechenden Passus aus der Datenschutzgrundverordnung jetzt raus, was Videoüberwachung beispielsweise angeht. Und da möchte ich gerne wissen, also selbst wenn jetzt eine Mehrheit da angebliche Vorteile sieht oder wenn es da irgendwelche Punkte gibt, also auch jetzt bei Spionagestromzählern beispielsweise, dass gesagt wird, dass es da gesellschaftliche Vorteile gäbe, ob da eine Abwägung überhaupt das Richtige ist oder ob man beim alten Default bleiben sollte, den man, wenn ich jetzt sage, den man besser versteht, dann denke ich wie jemand, der was Neues nicht akzeptieren will. Aber der Punkt ist für mich, es verändert sich gleich die Gesamtsituation. Ich kann diesen Dingern nicht mehr ausweichen. Was bedeutet das? Also Datensparsamkeit ist mir extrem wichtig. Individuelle informationelle Selbstbestimmung ist damit aber weg. Genau. Also es ist nicht so, dass die Grundverordnung nicht ermöglicht, dass man so unsere als richtig erkannten, in der Vergangenheit gelebten Dinge im Bereich Videoüberwachung weiterführt. Das ist sogar vielleicht eher naheliegend. Das wird übrigens wahrscheinlich jeder Mitgliedstaat tun, die eigene Sicht darauf, sodass es dann erstmal klarer wird, was passiert dann da eigentlich. Die Grundverordnung richtet sich ja nun an die Risiken oder
basiert auf einer Analyse und zwar nicht Sicherheitsrisiken, wie man gewohnt ist, als IT-Lehrer zu analysieren, sondern für Rechte und Freiheiten, für Grundrechte. Und das ist etwas sehr viel mehr. Das bedeutet, ja, kommen wir sogar noch in eine andere Rechtsprechung rein vom Bundesverfassungsgericht, die Überwachungsgesamtrechnung. Ist es nicht so? So wird dann geschrieben und es ist sehr gut nachvollziehbar, dass überall immer mehr überwacht wird und das ist dann stößt man an eine Grenze. Also die Rechnung hat, das ist überreizt. Der Staat zumindest darf nicht mehr und dann kommen natürlich auch diese anderen gesellschaftlichen Dinge rein. Darf dann die Versicherung einen zwingen, mit einer Dashcam zu fahren, damit man dann Unfälle nachvollziehen kann. Also das ist alles noch ziemlich offen. Aber ich teile die Auffassung vom Verfassungsgericht. Man kann nicht in einem Einzelfall jetzt mal gucken und sagen, ach, für den Fall ist in Ordnung und für den und so. Und dann hat sich die Gesamtwelt schon sehr merkwürdig entwickelt. Wir haben aber noch einen anderen Punkt. Früher war das so, dass dass im Vorfeld sehr viel mehr, bevor Daten gespeichert wurden im Sicherheitsbereich, also Polizeibereich, analysiert wurde. Inzwischen ist man davon ein wenig abgerückt. Ich bin gar nicht sicher, wie das alles so passiert ist, aber inzwischen sagen die Richter nicht, man darf das gar nicht alles speichern in Deutschland, sondern naja, wenn ihr das schon speichert, dann müsst ihr wenigstens eine nachträgliche Kontrolle haben und verpflichten die Datenschutzbehörden in einem gewissen Intervall, also zum Beispiel alle 2 Jahre, die Datenverarbeitung von den entsprechenden Ämtern zu prüfen. Das heißt, die Richter sind abgewichen von dem, man hätte doch im Vorfeld argumentieren müssen. Das heißt also, das, was Sie beschrieben haben, passiert. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Er fragte, ob das jetzt zu spät ist. Also ach so, das ist nicht. Nein, also was sollen wir denn jetzt sagen? Natürlich nicht. Also es ist, wir müssen, also auch eine Sache beim Default, wenn ich jetzt einwillige in irgendwas, das ist das Interessante bei der Einwilligung. Ich kann jederzeit die Einwilligung widerrufen mit Auswirkungen für die Zukunft. Informationstheoretisch sind die Informationen, die draußen sind, draußen. Ja, dann habe ich verloren. Aber in der Realität habe ich sehr viel mehr Möglichkeiten, auch juristisch darauf zu bestehen. Ja, nicht aufgeben. Okay, also der Fragesteller stimmt mir nicht zu, aber ich könnte nicht davon ausgehen, dass wir schon verloren haben, dann kann ich meinen Job gar nicht machen. Ja, vielen Dank und ich denke, bei so viel Optimismus und solange es dann noch Leute gibt wie dich, ich glaube dann und auch solche Vereine hier und interessierte Menschen, also solange besteht auch noch Hoffnung, ich würde auch sagen, nicht aufgeben. Wir vernetzen uns ja hier gerade, unter anderem eben auch beim Mittagessen, das wir jetzt gemeinsam einnehmen werden und damit nochmal danke an Marit Hansen für den Vortrag. Also nicht in Depression verfallen, bitteschön. Nein, nein. Yeah.